Moin moin Leute und willkommen zu meinem Titanfall Beginner oder auch Einsteiger Guide. Ich möchte euch heute mal ein bisschen zeigen, was es in Titanfall alles zu sehen gibt. Und vielleicht auch die ein oder andere Empfehlung ausgeben für die Leute, die die Beta eventuell nicht gespielt haben. Ich entscheide das jetzt anhand der Beta, weil ich gehe davon aus, dass sich nicht so extrem viel ändern wird zum fertigen Spielversion. Und wenn die fertige Spielversion dann natürlich da ist, um guten Einstieg zu garantieren, ist dieser Guide vielleicht ganz hilfreich. Und wenn die fertige Version dann da ist, werde ich mir das Ganze wahrscheinlich nochmal angucken und dementsprechend dann korrigieren, was ich eventuell dann verändert haben sollte oder verbessert haben sollte. Und natürlich auf jeden Fall auch erweitert haben sollte, denn in der Beta ist natürlich noch nicht alles enthalten, was dann im fertigen Spiel letztendlich auch drin sein wird. Wir fangen einfach mal an mit dem Loadout. Und da gibt es zwei verschiedene Loadouts, die ihr habt. Das heißt, einmal den Piloten, wenn ihr zu Fuß unterwegs seid, und den Titan. Fangen wir am besten einmal mit dem Piloten an. Ihr habt drei mögliche Slots, die ihr verwenden könnt. Ich fange hier einfach mal mit der ersten Sache an. Ihr könnt eine primäre Waffe mit euch herumschleppen. Am effektivsten, wie ich finde, sind zum Beispiel momentan die SMG, weil die sehr, sehr schnell schießt. Oder die Shotgun, das sind momentan die effektivsten Waffen. Die Smart Pistol kann relativ effektiv sein, wenn man lange braucht zum Zielen, sollte aber nicht unbedingt das Ding Maß aller Dinge sein. Und dann die DMR Sniper, wo ich dann noch was zu sagen würde. Meine Empfehlung ist aber für Titanfall auf jeden Fall eine schnelle Waffe, mit denen ihr extrem präzise oder zumindest extrem schnell auf nächste bzw. mittlere Distanz spielen könnt. Und da bietet sich diese SMG zum Beispiel sehr an. Als Iron Visier habt ihr hier nur die Auswahl zu einem ACOG, das würde ich auch draufschreiben, sobald ihr es freigespielt habt. Mit dem Iron Sight könnt ihr natürlich auch spielen. Ansonsten gibt es verschiedene Mods, die ihr an eure Waffen ranpacken könnt. Bei der SMG ist zu empfehlen entweder das Extended Magazin. Ich würde aber sogar auf Scatfire gehen, dann seht ihr schon, die Feuerrate erhöht sich auf das Maximum. Die Genauigkeit geht doch mal ein wenig herunter, was aber echt nicht so schlimm ist, denn in Titanfall verziehen die Waffen nicht so stark. Das werdet ihr dann im zweiten Teil sehen, wo ich dann ein bisschen auf das Aiming eingehe und ein bisschen auf die Spielweise. Meine Empfehlung auf jeden Fall Scatfire. Suppressor, also den Schalldämpfer, könnt ihr auch verwenden. Der Schalldämpfer bringt euch aber auch nur dann was, wenn ihr wirklich aus der Entfernung spielen wollt, so dass ihr nicht gesehen werdet. Weil wenn ihr gesehen werdet, bringt euch auch der Schalldämpfer nichts mehr, denn der hilft euch im Grunde genommen nur, dass ihr nicht mehr auf der Map auftaucht. Meine Empfehlung für die SMG, aber auf jeden Fall Scatfire. Als Anti-Titan-Waffen gibt es momentan in der Beta zwei Stück. Die Sidewinder und der Rocket Launcher. Ich würde auf jeden Fall den Sidewinder verwenden, weil der einfach schneller schießt und ihr mit dem Sidewinder einfach schneller hinter Ecken hervorschauen könnt und mal eine Salve auf dem anderen Titan draufhauen könnt und nicht so lange herumstehen müsst, bis der Rocket Launcher erst anvisiert hat. Gegen den Titan muss man sich nämlich besonders speziell verhalten, gerade als Pilot, wenn man keinen eigenen Titan hat. Als Sidearm gibt es momentan nur zwei Pistolen, da würde ich auf jeden Fall auf die Autopistol gehen, da man die Pistolen letztendlich nur dann rausholt, wenn man die eigene Mainwaffe leer geschossen hat. Das heißt, wenn man unbedingt nachladen muss, aber immer noch im Kampf ist, holt man sich dann natürlich eine Pistole raus und da würde ich einfach die Autopistol nehmen. Als kleinen Tipp, ihr könnt, wenn ihr unterwegs seid, eure Pistole austauschen gegen eine zweite Mainwaffe, die unten auf dem Boden liegt, die könnt ihr dann einfach aufheben. So, dann gibt es in Titanfall taktische Abilities. Momentan gibt es den Cloak. Der Cloak ist sinnvoll gegen Titans. Das heißt gegen diese großen Maschinen, denn wenn ihr den Cloak einsetzt, werdet ihr so gut wie überhaupt nicht gesehen. Und auch nicht von den ganzen Bots. Das Problem ist aber von anderen Spielern, die auch auf der Map herumlaufen, also auch als Pilot unterwegs seid, gegen die werdet ihr relativ gut gesehen. Ansonsten gibt es noch Stim. Stim, seid ihr relativ schnell unterwegs und regeneriert währenddessen auch schneller euer Leben. Also könnt damit relativ gut abhauen oder so. Ich persönlich finde Stim sinnvoller, denn auch mit Stim kommt man relativ gut gegen Titans weg. Wenn ihr nicht gerade auf einer offenen Fläche seid, könnt ihr Stim relativ gut einsetzen und damit sehr, sehr schnell sein und sehr, sehr schnell auch um eine Ecke verschwinden. Und deswegen meine Empfehlung auf jeden Fall Stim, damit ihr noch schneller unterwegs seid in Titanfall. Ansonsten gibt es momentan zwei verschiedene Granaten. Einmal die EMP-Granate, die AAC-Granate, wie sie hier heißt. Damit könnt ihr gegnerische Titans kurz, wie soll man das sagen? Sie können auf jeden Fall kurze Zeit nichts mehr sehen, sie können aber immer noch angreifen. Aber da sie dann im Grunde genommen nichts mehr sehen können, sind die im Grunde genommen kampfunfähig. Man sollte aber immer noch auf ihre Beine aufpassen und dann nicht irgendwie dazwischenlaufen. Mit der Frag Grenade könnt ihr nichts gegen Titans machen, daher könnt ihr aber Spieler mit töten. Die EMP-Granate hilft euch auch gegen normale Spieler. Das heißt, wenn ihr die EMP-Granate normalen Spieler gegen die vor die Füße wirft, stirbt er zwar nicht. Allerdings verwischt dem auch sein Bild und ihr könnt ihn dann wahrscheinlich relativ easy töten.
Tier 1, ihr habt hier verschiedene Auswahl. Ich würde hier auf jeden Fall das Enhanced Parkour Kit wählen, weil ihr da besser klettern könnt und wenn ihr das dann ein bisschen übt, deutlich besser an höher gelegene Orte kommt. Ansonsten gibt es noch verschiedene andere Sachen. Bin mal gespannt, was da noch hinzukommen wird, was die Beta angeht. Was das fertige Spiel angeht. In der Beta ist jetzt noch nicht so viel drin. Als Tier 2 gibt es momentan, dass der Titanfall schneller herunterkommt und das Doom-Schild länger hält. Ich würde hier auf jeden Fall den Minion-Detektor wählen, denn es ist relativ wichtig, am Anfang gerade zu wissen, wo die ganzen Bots sind und die dann relativ schnell ausschalten zu können. Der ist relativ sinnvoll, zumindest jetzt. Denn wenn man die Bots gerade am Anfang relativ schnell ausschalten kann, kommt man auch relativ schnell an seinen eigenen Titan. Dann kann man noch sein Geschlecht verändern, was letztendlich nur eine Auswahl des optischen hat. Das hat keinen spielerischen Effekt. Ansonsten können wir noch mal kurz auf eine zweite Waffe eingehen, und das sind die Sniper. Die Sniper-Waffen sind meiner Meinung nach nicht ganz so effektiv wie eine SMG, damit könnt ihr meistens effektiver spielen und deutlich aggressiver, was ich auch empfehlen würde. Aber man kann auch mit einer Sniper spielen. Allerdings würde ich dazu auf jeden Fall auf das AOG wechseln oder vielleicht auf das 4,5 Zoom-Visier. Auf jeden Fall nicht auf das 6-mal Zoom-Visier, denn das Problem, was du momentan in Titanfall hast, die Leute laufen relativ schnell, das Gameplay ist extrem schnell und dann mit einer Sniper noch präzise zu treffen, gerade wenn es ein 6-mal Zoom-Visier ist, ist eine Sache, die ist nicht so einfach. Kommt vielleicht auch auf die Maps an, die Maps in der Beta waren jetzt nicht so groß und weitläufig. Es kann vielleicht sein, dass noch in der fertigen Spielversion dann noch andere Maps kommen, die vielleicht ein bisschen weitläufiger sind. Ich finde das AOG aber auf jeden Fall momentan die beste Wahl. Und dann habt ihr noch verschiedene andere Auswahl. Ihr könnt das Magazin erweitern, was ich persönlich nicht empfehlen würde, denn ihr solltet eigentlich relativ präzise treffen und da reichen 8 Schuss im Magazin. Oder das Ding stabilisieren. Kann man machen. Ich würde aber auf jeden Fall den Schalldämpfer empfehlen, auch wenn ihr jetzt ein bisschen an Genauigkeit und Damage verliert. Habt ihr den Vorteil, dass wenn ihr euch oben auf dem Haus stellt oder so und dann mit der Sniper schießt, ihr werdet nicht gesichtet. Und das ist etwas, was in Titanfall sehr wichtig ist, dass ihr auf der Minimap achtet, auf der Minimap, wo die gegnerischen Piloten sind und wo die gegnerischen Titans auch unterwegs sind. Und wenn ihr dann Schalldämpfer drauf habt, können die euch nicht spotten und brauchen deutlich länger und ihr könnt deutlich länger auch an irgendeiner Position verweilen und von dort aus ein paar Gegner ausschalten. Deswegen auf jeden Fall den Sus besser wählen, also den Schalldämpfer. Ansonsten gibt es natürlich noch das Titan Loader. Das heißt, in Titanfall gibt es natürlich einen Titan, den ihr rufen könnt, mit dem ihr dann unterwegs sein könnt. Momentan gibt es nur den einen Titan, also die eine große Grundform. Es wird dann noch verschiedene andere geben. Können wir mal kurz ein Auswahlmenü gehen. Ihr habt eine MG, die ihr auswählen könnt. Ihr habt eine 40mm Kanone, die ihr auswählen könnt. Und ihr habt den Raketenwerfer mit Quad Rockets. Da ist das so die Sache, wenn ihr mit dem MG unterwegs seid, habt ihr relatives Burstfire, beziehungsweise könnt relativ lange schießen, aber macht nicht so viel Schaden. In der Mitte ist ungefähr die 40mm Kanone, da müsst ihr relativ präzise schießen, macht relativ viel Schaden und sie lädt aber auch noch relativ schnell nach. Mit dem Rocket Launcher ist es so, dass ihr nur sehr wenig Munition in eurem Magazin habt und dadurch sehr präzise treffen müsst. Dafür machen die Dinger auch relativ viel Schaden. Meine Empfehlung ist aber auf jeden Fall die 40mm Kanone, denn die sitzt ungefähr in der Mitte. Wenn ihr dann mit der 40mm Kanone noch den Burstfire freigespielt habt, seid ihr eigentlich relativ momentan, ich würde es nicht OP nennen, aber es ist wirklich sehr effektiv, denn mit dem Burst-Modus, das sind dann 2-3 Schüsse, die gleichzeitig einschlagen. Wenn ihr damit präzise trifft, könnt ihr einen Titan sehr, sehr schnell auseinandernehmen und auch gegen andere Piloten vorgehen, da ihr sonst, wenn ihr mit dem Burstfire-Modus nicht unterwegs seid, erst noch relativ oft treffen müsst. Und so könnt ihr mit einer relativ gezielten Salve die Leute relativ gut auseinandernehmen. Ansonsten gibt es momentan noch die Salve von Raketen und die Salve von Raketen, die ferngesteuert werden. Da ihr während des Titan-Kampfs relativ agil sein müsst, relativ viel umherlaufen werdet und euch auf andere Sachen konzentrieren müsst als auf die Raketensalve, ist meine momentane Empfehlung auf jeden Fall, die Raketensalve zu nehmen, die sich anvisiert, da ihr da nicht mehr so viel drauf achten müsst, dass die auch noch treffen. Denn ihr habt sehr viel zu tun, mit eurer 40mm Kanone zu treffen, auszuweichen und dann noch euer Schild auszuwählen und dann mit dem Schild, wo ist denn das Schild, Tactical Ability, da das Schild, gegnerische Projektile zurückwerfen. Das heißt, ich würde auf jeden Fall das Schild mitnehmen, denn die Rauchgranate bringt euch, also der elektrische Rauch bringt euch zwar was gegen Leute, die auf euren Titan raufgesprungen seid, das heißt, die das Rodeo machen. Ich würde aber einfach aussteigen, dann springen die meistens auch direkt instant weg.
Ihr könnt natürlich auch die Rauchgranate bzw. den Rauch nehmen, da könnt ihr dann relativ gut drin abhauen. Aber wenn ihr mitten im Kampf seid, würde ich auf jeden Fall das Schild verwenden, denn mit dem Schild könnt ihr mehrere Salven und Raketen alles aufhalten und das zurückschleudern. Wenn ihr das ein bisschen übt, dann ist das Schild auf jeden Fall definitiv die bessere Wahl, meiner Meinung nach. Ansonsten gibt es noch in Tier 1 verschiedene Sachen momentan. Nuclear Ejection, das heißt, euer Titan macht eine große nukleare Explosion. Das kann hilfreich sein, wenn man relativ in der Nähe explodiert und die Leute nicht genug wegkommen. Regen Booster tut natürlich, wenn ihr euch mehr verstecken wollt, also etwas defensiver spielen wollt, könnt ihr euer Schild relativ schnell damit regenerieren. Allerdings regeneriert das eh schon relativ schnell, wenn ihr aus dem Kampf kommt. Und wenn ihr nicht aus dem Kampf kommt, dann bringt euch diese Fähigkeit gar nichts im Grunde genommen. Deswegen meine Empfehlung Fast Autoloader. Damit könnt ihr dann noch schneller die automatischen Raketen abschießen und müsst dann eigentlich, habt noch einen größeren Damage Output. Tier 2 Kit ist momentan relativ easy. Ihr nehmt einfach Auto-Eject, dann sterbt ihr auf jeden Fall nicht in eurem Titan und kommt auch relativ gut weg. Denn wenn ihr herausfliegt, seid ihr auch momentan für kurze Zeit unsichtbar, selbst wenn ihr das Unsichtbar-Perk nicht gewählt habt. Ansonsten könnt ihr natürlich auch noch auswählen, dass ihr schneller rauskommen könntet, beziehungsweise längere Zeit habt auszusteigen, denn euer Titan wird nicht so schnell explodieren. Auch eine Möglichkeit. Wie gesagt, Auto-Eject, seid ihr automatisch schneller draußen und ist die sichere Variante im Survivor, könnt ihr dann eventuell noch ein bisschen Amok-mäßig ein bisschen mehr Leute auseinandernehmen. Momentan Core-Ability Damage-Core, gibt es nichts anderes. Wird sich dann noch zeigen, was man dann sonst noch auswählen kann, aber damit ihr auf jeden Fall einen ungefähren Ausblick habt, was es denn alles so gibt. Dann gibt es noch eine Sache in Titanfall und das sind die Karten. Das ist etwas, was es in anderen Shootern nicht gibt. Da könnt ihr verschiedene Sachen auswählen. Zum Beispiel stärkere Waffen. Die stärkeren Waffen sind relativ effektiv. Die sind auch definitiv zu empfehlen. Die könnt ihr immer mal in Match mit hineinnehmen. Dann seht ihr noch verschiedene andere. Ihr könnt einen XP-Boost mitnehmen und. XP-Boost gibt Waffen, es gibt verstärkte Granaten oder es gibt auch, dass euer Titan gleich zum Beispiel jetzt zum momentanen Zeitpunkt den Damage-Boost gleich aktiviert hat. Das funktioniert hier so, dass ihr drei Karten in jedes Game mitnehmen könnt. Ihr könnt auch Karten discarden, da sind sie weg, kommen aus eurem Deck hinaus. Und je nachdem, welche Karten ihr halt mitnehmt, könnt ihr drei Karten in einem Match auswählen. Aber sobald ihr tot seid, ist diese Karte weg. Das heißt, ihr könnt auch spawnen, werdet sofort umgeschossen und die Karte ist Fujikato. Hat euch im Grunde genommen nichts gebracht. Allerdings, wenn ihr dann mit den Karten unterwegs seid, könnt ihr halt, wie gesagt, eine stärkere Waffe da haben. Und die sind relativ effektiv. Ihr solltet die auf jeden Fall verwenden. Gibt es dann auch zum Beispiel so einen Radarscan und den habt ihr, wie gesagt, so lange, bis ihr umgeschossen werdet. Die solltet ihr aber auf jeden Fall verwenden. Drei Karten gibt es, wie gesagt, pro Runde. Und deswegen solltet ihr euer Deck auf jeden Fall dort immer auffüllen. Mal gucken, was da noch alles dazu kommt. Momentan finde ich die Waffen am stärksten. Die am Zeitarms finde ich nicht so stark, aber die MGs sind relativ stark. Und ja, einen XP-Boost kann man auch immer verwenden, wenn man dann mal einen hat. Oder auf jeden Fall das Radar. Ist auch super praktisch. Ansonsten gibt es noch verschiedene Statistiken, die ihr einsehen könnt. Und eure ganzen Stats. Die ganzen Challenges, wo ihr noch XP dazu bekommt. Das ist alles im Grunde genommen nichts Neues. Und im Grunde genommen das, was auch die Achievements sind in anderen Spielen. Das ist also nichts, was ihr irgendwie euch noch groß zeigen müsste. Dann gibt es aber auf jeden Fall das Menü. Das Menü solltet ihr auf jeden Fall über den Hauptbildschirm abgreifen, da ihr die meisten Einstellungen oder zumindest ein, zwei Einstellungen nicht auswählen könnt, wenn ihr schon auf Play gedrückt habt. Unter den Optionen findet ihr verschiedene Sachen. Sowas wie die Keybindings, da müsst ihr eigentlich nicht viel umstellen. Das Einzige, was ich hier zum Beispiel umgestellt habe, ist, dass ich den Aim-Modifier umgestellt habe vom Toggle-Aim zu Aim. Das heißt, ich muss die Maustaste, rechte Maustaste gedrückt halten und nicht, dass ich einmal drücke und dann habe ich Kimme und Korn. Und wenn ich es dann wieder loslasse, ist es wieder weg. Dann müsst ihr selber wissen, ob ihr mit dem Toggle-Aim spielen wollt oder mit dem Aim. Ansonsten habe ich hier nichts umgestellt. Die Tastatureinstellungen sind so schon ziemlich optimal. Was die Maussensitivität angeht, ich persönlich bin ein Spieler, der eher mit Low-Sense spielt. Gerade so was Battlefield oder Counter-Strike angeht, weil es da deutlich effektiver ist, eine wirklich gezielte Salve direkt in die Gegner hineinzuschießen, daher nicht viel rechts, links, hoch, runter visieren müsst, ist dann eine Low Sense meine persönlichen Empfindungen angenehmer. In Titanfall ist es aber so, dass es sehr schnell ist, eher in die Richtung Quake und Unreal Tournament geht und ich so eher eine etwas höhere Sensitivität empfehle, die ihr vielleicht sonst spielt.
empfehle. Wie gesagt, wenn ihr aber besser klarkommt mit einer Low Sense oder besser klarkommt mit der extremen High Sense, könnt ihr damit ausspielen. Das ist persönliche Empfindungssache. Was ihr aber auf jeden Fall ausstellen solltet, wäre die Mausbeschleunigung, und wer mit Inverted Maus spielt, weiß ich auch nicht, wer das macht. Aber auf jeden Fall macht die Mausbeschleunigung an und spielt vielleicht, probiert es mal aus. Wenn ihr normalerweise mit einer etwas geringeren Sensitivität spielt, dreht es in Titanfall mal einen Tick höher, als was ihr vielleicht eigentlich gewohnt seid. Vielleicht hilft euch das. Controller-Settings muss man, glaube ich, gar nicht drauf eingehen. Wenn man Controller am PC spielt, ist, glaube ich, verloren. Automatischen Sprint würde ich auch nicht aktivieren, da ich lieber die Kontrolle selbst darüber habe, wann ich sprinte und wann nicht. Audio-Settings gibt es auch nicht so viel zu sehen. Ihr könnt Subtitle anschalten und ihr solltet drauf gepolt sein, dass es auf Full und High steht, damit ihr möglichst alle Sounds auch gescheit in der Qualität mitkriegt und damit auch gut die Leute orten könnt. Ansonsten gibt es hier nicht mehr viel zu sehen. Kommen wir gleich in die Video-Settings. HUD-Merging könnt ihr noch einstellen, wie groß euer HUD sein soll. Ich spiele jetzt mit Small, das reicht völlig aus, da ich auch nicht so einen riesen Bildschirm habe. Video-Settings. Display-Mode ist relativ klar. Spielt im Fullscreen oder spielt im Window-Mode, wie ihr wollt. Die Auflösung solltet ihr auf jeden Fall auf Nativ wählen. Das heißt, bei den meisten Leuten wird es wahrscheinlich wie bei mir 1080p sein. Irgendjemand hat gerade im TS gemoved, auch gut. Sollte es auf jeden Fall 1080p sein. Ich würde nicht empfehlen, unter eure native Auflösung zu gehen. Color Mode, keine Ahnung, sollte auf jeden Fall auf Monitor stellen, außer ihr spielt vielleicht auf einem Fernseher. Anti-Aliasing. Anti-Aliasing kommt natürlich immer drauf an, was ihr jetzt für einen PC habt. Wenn ihr einen einigermaßen gescheiten PC habt und kein Kartoffel-PC oder wirklich ein High-End-PC seid, würde ich auf jeden Fall 8x CSAA empfehlen. CSAA ist etwas besser als MSAA. CSAA kommt immer auf das Spiel an, kann aber auf jeden Fall die Polygone noch etwas treppenfreier rendern. Das heißt, ihr habt eventuell noch weniger Treppenstufen. Das heißt, probiert es mal mit CSAA, wenn ihr da FPS-Probleme habt. Versuch es mal mit 4x MSAA, aber komplett ohne AA zu spielen, wird wahrscheinlich ein bisschen Augenkrebs. VSync. VSync ist in Titanfall ein sehr zweischneidiges Schwert, wie ich das empfinde. Es gibt nämlich ein Problem in Titanfall. Zumindest empfinde ich das so. Ihr seht schon, die Beschreibung sagt es eigentlich relativ easy. Wenn ihr VSync anschaltet, habt ihr, je nachdem, was für Bildschirm ihr habt, wenn ihr einen 144-Hertz-Monitor habt und einen 120-Hertz-Monitor, werdet ihr das Problem wahrscheinlich nicht haben. Aber es gibt einen gewissen Input-Lag. Input-Lag bedeutet, dass wenn ihr im schnellen Lauf seid und in einer schnellen Mausbewegung seid, dass die Anzeige leicht verzögert ist auf eure Eingabe. Das heißt, wenn ihr eure Maus schnell bewegt, dass das verzögert dargestellt wird. Ich persönlich nehme das immer so wahr, ich nehme das so wahr, als würden die FPS droppen, was ihr aber an der Anzeige sehen könnt, was sie nicht tun. Aber so empfinde ich es halt. Also ein unsauberes Gefühl, wenn man schnell die Maus bewegt. Das Ganze kann man umgehen, indem man V-Sync natürlich ausschaltet. Das Problem, wenn man V-Sync ausschaltet, hat man wahrscheinlich Tearing. Tearing ist ein Effekt, der auftretet, wenn eure Grafikkarte mehr FPS, also mehr Bilder pro Sekunde, berechnet. Das sind dann meistens über 60, weil die meisten werden bei euch wahrscheinlich einen 60-Hertz-Monitor haben. Wenn die Grafikkarte dann über 60 Bilder pro Sekunde rechnet, das heißt, sagen wir zum Beispiel 70 Bilder pro Sekunde an den Monitor schickt und der Monitor euch nur 60 pro Sekunde anzeigen kann, also nur 60 Hertz und nur 60 Mal in der Sekunde aktualisiert. Und dann kommt es zu einem unschönen Tearing-Effekt. Das könnt ihr einfach mal ausprobieren. Wenn ihr kein Tearing habt oder das zumindest nicht so stark ins Gewicht fällt, spielt mit Disabled. Wenn ihr aber kein Input-Lag verspürt, während ihr Double-Buffert habt oder Triple-Buffert, bleibt bei V-Sync an. Da müsst ihr eventuell ein bisschen mit herumspielen. Field of View würde ich im PC-Bildschirm auf jeden Fall auf 90 drehen, damit ihr möglichst viel vom Bild auch sehen könnt. Texture Resolution ist so eine Entscheidung, die ihr selbst wählen könnt. Ihr seht schon, es braucht angeblich 3 GB Videospeicher. Ich habe nur 2 GB Videospeicher. Ich habe eine GTX 770 und die hat 2 GB. Wenn ihr eine High-End-Karte habt, wie zum Beispiel die GTX 770, auch wenn die keine 3 GB habt, könnt ihr Insane auswählen. Das ist nicht das Problem. Das schafft euer PC. Ich habe dauerhaft 60 FPS, selbst auf Insane. Ich habe das vorher die ganze Zeit mal mit High probiert und in Insane. Ich sehe da keinen großen Unterschied und habe so oder so 60 FPS. Das heißt, wenn ihr eine High-End-Karte habt, dreht auf Insane. Wenn solltet ihr aber eine etwas ältere Karte haben und auf jeden Fall nicht so viel Videospeicher haben, dreht auf jeden Fall auf High.
Texturfilterung würde ich auf jeden Fall auf 16 mal stellen. Da verschwende ich nicht so viel DPS, sage ich schon, FPS. Und ansonsten, es läuft auf der Source Engine. Das Spiel ist sehr genügsam, was die Hardwareanforderungen angeht. Stellt es einfach sonst auf High, wenn ihr da Probleme habt, die 60 FPS zu halten. Dreht das sonst ein bisschen runter. Wie gesagt, Textur ist das Erste, was ich runterstellen würde. Dann auch auf jeden Fall Anti-Aliasing, vielleicht auch viermal MSA stellen und dann guckt, ob ihr immer noch High runterdrehen müsst. Und ganz am Ende könnt ihr auch noch die Auflösung runterdrehen, was dann aber das letzte Mittel sein sollte, damit ihr Titanfall irgendwie auf die 60 FPS bekommt. Wenn ich von 60 FPS rede, meine ich damit, dass Titanfall momentan, ich hoffe, dass sie das noch ändern werden, zum fertigen Spiel, auf 60 FPS limitiert ist. Das heißt, selbst wenn ihr einen 120 Hz-Monitor habt, selbst wenn ihr einen 144 Hz-Monitor habt, oder auch sonst was für einen PC, ihr werdet immer maximal 60 FPS haben. Das ist ein bisschen unschön, gerade für Leute, die halt, wie gesagt, so einen Gaming-Monitor haben mit 120 oder 144 Hz. Ich hoffe, dass sich das noch ändern werden oder dass sich das eventuell später mit einem Konsolenbefehl aufheben lässt. So, wie gesagt, macht das aus dem Standardbildschirm raus. Wenn ihr nämlich jetzt hier reingeht, könnt ihr dann nicht mehr auf die Texturauflösung zum Beispiel zugreifen, was relativ unschön ist. So, das war im Großen und Ganzen das Loadout der Piloten und das Loadout des Titan, zumindest was es jetzt in der Beta gibt. Ich habe auf jeden Fall jetzt hoffentlich einen kleinen Einblick bekommen. Er lädt jetzt ewig in das Spiel rein, das ist super. Das liegt an den Servern. Das ist vielleicht auch so eine Sache, die ihr wissen solltet. Die Server laufen momentan auf der Microsoft Cloud. Das heißt, es gibt keine dedicated Server. Ihr könnt euch keinen Server mieten und es gibt auch keine Server, die ihr auswählen könnt, sondern das funktioniert mit einem Lobby-System, wie ihr schon sehen könnt. Also wie ihr es vielleicht von anderen Konsolenspielen auch kennt. Ihr könnt eure Freunde einladen bis zu 6 und könnt dann in das Spiel reinjoinen. Und ja. Das war es im Großen und Ganzen, was die Einstellungen angeht und was das Loadout angeht. Ich werde, wie gesagt, nochmal richtige oder fertige Guides geben, sobald das Spiel dann erschienen ist und sobald es dann auch alle Waffen und alle Sachen im Spiel gibt. Und dann werde ich da wahrscheinlich dann nochmal näher drauf eingehen können, aber dazu muss das Spiel erstmal erscheinen und dazu muss ich dann auch erstmal Erfahrungen sammeln mit den ganzen neuen Waffen, die dann in das Spiel kommen. Auf jeden Fall, das ist meine momentane Empfehlung, was die Beta angeht und was auch die Empfehlung eingeht, wenn das Spiel dann herauskommt, damit würdet ihr auf jeden Fall wahrscheinlich relativ gut fahren, indem ihr einfach eine SMG wählt mit Scatfire und dann da ordentlich durchholzt. Wie das dann am besten funktioniert, werde ich euch gleich in Teil 2 zeigen, wo ich noch ein bisschen dann auf das Gameplay eingeht, worauf ihr achten müsst, wie ihr das Spiel am effektivsten spielen könnt. Ja, darauf gehe ich gleich ein und dann sehen wir uns wieder im zweiten Teil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Gameplay dazu Titanfall sehen wollt oder den nächsten Teil nicht verpassen wollt, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, wieder im zweiten Teil. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis dann. Control of Hardpoint Bravo.